Ah, es ist so scheiße heiß. Bis gleich nach dem Intro. Au! Fuck! Ah, fuck, das hat ein bisschen weh getan. Egal. Willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege News. Es gab in letzter Zeit fast gar keine Videos zu den News, weil es halt einfach gar keine News gab. Das hat sich jetzt geändert. Es gibt drei neue Themen, und zwar einmal Bannwelle, ein Nerf für Shield Operator und Verbesserungen. All das nach dem Intro. Kommen wir als erstes zur ältesten Neuigkeit. Und zwar hat Ubisoft wieder für eine Bannwelle gesorgt. Dies konnte man unter anderem in den Ubisoft-Livestreams, aber auch in-game mitverfolgen. Grund dafür war, dass etliche Spieler sich schon vor besonders langer Zeit einen Exploit zunutze gemacht hatten, indem sie einen sehr langen Text bzw. eine sehr lange Zeichenfolge an die Gegner verschickten, damit diese natürlich am Laggen waren und somit die Siegchancen für das eigene Team dadurch erhöht wurde. Spieler, die das sehr oft ausnutzen, wurden natürlich härter bestraft bzw. gebannt. Jedoch Spieler, die das nur einmal getestet haben, nicht. Der lange angekündigte neue überarbeitete mobile Schild, jetzt habe ich es mal richtig geschafft, steht angeblich kurz vor Release. Bisher hat man sich, wenn man die Wahl hatte zwischen dem mobilen Schild und zum Beispiel Stacheldraht, natürlich nicht für das mobile Schild entschieden, da dadurch kaum Vorteile vorhanden waren. Dies dürfte sich jetzt aber nach der Überarbeitung jedoch bald ändern. Der neue Schild soll perfekt in den Türrahmen passen, ohne dass zwischen Türrahmen und Schild noch ein bisschen Platz verschwendet sein wird. Hinzu kommt noch, dass das Schild Sichtschütze haben wird, diese sind jedoch kugelsicher. Allerdings hat es auch wieder seine Vorteile, denn das Campen hinter dem Schild macht dadurch natürlich mehr Sinn. Man kann nämlich die Gegner sehen, ohne dass man jetzt eine gedeckte Position hinter dem Schild aufgeben muss. Es kursiert aktuell auch sehr viel Kritik am Spiel. Ubisoft hat dazu Stellung genommen und möchte sich diese auch bald annehmen. Zum Beispiel gibt es Soundprobleme. Es könnte zum Beispiel sein, dass man durch eine Wand den Gegner hören könnte, obwohl dies normalerweise nicht möglich sein sollte, da eine Wand dazwischen ist. Ansonsten kann es auch hin und wieder zu kompletten Soundausfällen kommen. Ein weiteres ziemlich starkes Problem sind die Verbindungsprobleme zu den Ubisoft-Servern, denn das passiert in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig. Angeblich liegt das aber zum Teil an DDoS-Attacken. Ein weiterer Kritikpunkt sind die Trümmerteile der Fenster oder Türen. Wenn ihr schon ein oder zwei Bretter weggeschossen habt, kann es sehr oft sein, dass für euch immer noch das Fenster an einer Stelle geschlossen ist. Für eure Gegner bzw. eure Kameraden könnte das Fenster aber schon komplett offen sein. Das liegt daran, da dieser Fehler clientseitig berechnet wird. Ebenfalls existiert auch das Problem mit der Echo-Drohne, denn diese fast unsichtbare Drohne wird durch einen Glitch komplett unsichtbar. Das sollte natürlich auch nicht sein. An all den genannten Punkten und noch viel mehr möchte Ubisoft in Zukunft arbeiten. Und zwar möchten sie, wie mit Clash in den vergangenen Wochen, die fehlerhaften Operator bzw. Gadgets nach und nach aus dem Spiel entfernen, bis der Fehler behoben ist. Zum großen Mid-Season Reinforcement Update zur Mitte der Season sollen angeblich die Shield Operator überarbeitet werden. Die Nahkampfangriffe können jetzt in Zukunft nicht mehr tödlich enden, sondern nur noch verletzt. Der Dosierungseffekt der Yokai-Drohne von Echo wurde von 10 auf 7 Sekunden verkürzt. Der Thermaleffekt von Glass verblasst jetzt erst nach 6 Sekunden, vorher 2,5 Sekunden. Jekyll kann Gegner nur noch 4-mal scannen statt 5-mal. Maverick Schweißbrenner ist jetzt lauter. Und die Dauer- und Refill-Timer Nerfs Fähigkeit wurde auf 12 Sekunden erhöht. Und nun sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, in der nächsten Folge ist Christian noch wieder dabei. Falls man sich fragt, wo er ist zurzeit leider außer Gefecht gesetzt. Ihr könnt gerne Kritik, Änderungsvorschläge, Verbesserungen unten in der Kommentare hinterlassen. Ansonsten, wenn ihr nichts dagegen habt, gehe ich weiter in der Hölle schmoren. Es ist so scheiße heiß. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!